Mit zwei Boxen lassen sich einfache Mensch-Roboter-Dialoge erstellen. Schauen wir uns erst einmal den Dialog an. Hallo Cody. Hallo Diana, wie geht es dir? Mir geht es gut. Sehr schön, das freut mich. Genieße deinen Tag noch. Bis bald. Tschüss. Für einen solchen Dialog benötigen wir eine Set Language Box und eine Dialogbox. Nachdem wir über die Set Language Box Deutsch als Dialogsprache eingestellt haben, können wir mit dem Dialog beginnen. Grundlage dafür ist die Dialogbox. Sie wird direkt auf der Hauptarbeitsfläche erstellt, und zwar in folgenden Schritten. Mit einem rechten Mausklick auf die Arbeitsfläche öffnet sich eine Auswahlbox, in der wir über Create a New Box, Dialog, die Grundeinstellung für die Box vornehmen können. Eine neue Box wird über Add a New Topic angelegt. Anschließend kann man ihr einen Namen geben, zum Beispiel Testbox, und die Dialogsprache auswählen. Mit Add, also Deutsch hinzufügen, und der Bestätigung über OK befindet sich die Dialogbox anschließend auf dem Bildschirm und ihre Bestandteile als Dateien in der Projektverwaltung. Nun erstellen wir den Dialog. Dazu öffnen wir den Dialog-Editor durch Klick auf die TOP-Datei in der Projektverwaltung. Im Editor sieht man bereits das Thema der Box, also Topic, und die eingestellte Sprache. Nun wird das, was der Mensch sagen darf, von einem U mit Doppelpunkt eingeleitet und in Klammern dargestellt. Direkt danach folgt die Antwort des Roboters, und zwar ohne Klammern. Auf diese Weise können wir nun unser einfaches Frage-Antwort-Spiel in den Dialog-Editor eingeben. Immer nach dem Prinzip, was der Mensch sagt in Klammern, was der Roboter antwortet direkt danach. Mit der Dialogzeile "Bis bald, ciao" soll der Dialog beendet werden. Damit der Roboter diese Zeile als Ende interpretiert, folgt auf seine Antwort noch der Ausdruck $ unstopped gleich 1. Damit wird die Dialogbox über den Boxenausgang unstopped verlassen. Um die Anwendung fertigzustellen, müssen wir die Boxen noch richtig verbinden. Den Programmstart mit dem Eingang der Z-Language-Box, dann den onReady-Ausgang der Z-Language-Box mit dem Start-Input der Dialogbox und zuletzt den unstopped-Ausgang der Dialogbox mit dem Programmende. Nun können wir den Dialog mit Hilfe der Dialogbox auf dem virtuellen Roboter überprüfen oder auf einem echten Roboter ausführen. Wie man diese einfachen Dialoge ausbauen kann, erklären wir in weiteren Videos.